Die Daryl Dixon Serie ist ja jetzt auch einige Tage in Deutschland auf Magenta TV zu sehen. Und ich habe es tatsächlich jetzt mittlerweile auch mal geschafft. Gerade kurz bevor ich dieses Video aufnehme, habe ich die Serie einmal durchgesuchtet. Und wie ich das Daryl Dixon Frankreich Spin-off fand, finde oder was meine Gedanken dazu sind, dazu mehr in diesem Video. Außerdem werde ich es vielleicht ein bisschen mit sowohl Dead City als auch allen anderen Spin-offs vergleichen, weil man es doch irgendwie nicht hundertprozentig vernünftig kategorisieren kann, ob es besser als alle anderen ist oder wesentlich schlechter oder... Naja, darauf gehe ich auf jeden Fall im Video ein. Und damit heiße ich euch jetzt erstmal herzlichst willkommen zu einer neuen Folge von... Couchtime. Ja, wie gesagt, es ist keine halbe Stunde, dreiviertel Stunde her, dass ich gerade die letzte Folge der ersten Staffel der Daryl Dixon Serie geguckt habe. Und vorweggenommen muss ich sagen, meine Erwartungen wurden leider nicht übertroffen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist die Serie auf jeden Fall stark. Sie ist auf jeden Fall besser als Dead City, finde ich, obwohl ich bei Dead City sagen muss, hat mir dann das Charakter, also das Miteinander, ne, von Maggie und Negan einfach besser gefallen als halt jetzt Daryl allein mit ein paar neuen Charakteren. Der größte interessante Punkt ist wohl möglich, ja, Daryl ist in Frankreich, das wussten wir ja alle schon und viele haben sich ja gefragt oder am Anfang stand ja erstmal die Frage im Raum, how the fuck did he did this? Und ja, wie er es am Ende gemacht hat, ist relativ simpel. Er kam, naja, irgendwie mehr oder weniger durch missgünstige Umstände auf ein Schiff und ist dann von dem Schiff runter mit einem kleineren Schiff und ist dann irgendwie in Frankreich gelandet. Also irgendwie hundertprozentig vernünftig erklärt wurde es jetzt auch nicht so ganz. Aber ganz ehrlich, das stellen wir einfach mal beiseite. Ich will an der Stelle direkt mal erwähnt haben, die schauspielerische Leistung von Norman Reedus war hier einfach wieder grandios. Er hat Daryl Dixon mal wieder perfekt dargelegt, plus neue Seiten an Daryl aufgezogen. Sowohl brutalere Seiten als auch einfach, naja, ein bisschen herzöffnendere Seiten. Erstmal möchte ich auf die zwei, drei negativen Punkte eingehen, die mir an der Serie so ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Und zwar zum einen ist es der kleine Junge, Laurent. Wird sie ausruhen. In den ersten Trailern, wo das erwähnt wurde, habe ich immer Laurent gesagt. Ich werde ihn für das Video auch einfach Laurent nennen. Der gute Laurent ist ja quasi, in der Story wird er uns ja als, naja, der neue Messias gezeigt. Derjenige, der die Welt verbessern wird. Und ich bin euch ganz, ganz ehrlich mit euch, das waren Ticken too much. Ich muss sagen, diese Anspielung Richtung Glauben und alle Glauben sind in so einer Situation gleich, ob man an was glaubt oder ob man an nichts glaubt, sei erstmal dahingestellt. Hier, das soll kein Video über eine Glaubensfrage, geschweige denn, ob man an was glauben sollte oder nicht und wer und an wen und bla. Ich fand es aber tatsächlich interessant, dass das mal bisschen tiefer angesprochen wird in der Serie, weil wir das ja so wirklich noch nicht so oft hatten. Weil, sind wir ganz ehrlich, auch wenn es ein brisantes Thema ist, immer am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, sitzen alle Leute im gleichen Boot und ich fand hier dieser Punkt von wegen, der Glauben ist was, an dem die Menschen hier festhalten, für das sie leben, für das sie arbeiten, fand ich ganz cool und dass es mal in The Walking Dead angesprochen wurde, fand ich nicht verkehrt. Ich fand es nur ein bisschen zu viel in Bezug auf, ja, er ist der neue Messias, er kann in diesem Seelen der Menschen gucken. Er weiß genau, was die Probleme von denen sind. Und nicht nur, dass es gesagt wurde, es ist ja auch einfach passiert. Dieser Typ, der Laurent, hat ja einfach immer das gesagt, was halt, ja, wahr ist. Ob es in Bezug auf Daryl ist, ob es in Bezug auf diese komische, Frankreich beherrschen wollende Frau ist, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Der Typ wurde immer dargestellt als von wegen, er weiß, was Phase ist und er wird der Retter der Menschheit sein. Das war mir ein Ticken zu viel. Vor allem, weil anfangs zu den ersten Trailern der Serie auch viel gemunkelt wurde oder viel in die Richtung tendiert wurde, ja, das ist so eine Art Joel-Ellie-Abenteuer. Daryl muss ein besonderes Kind an einen besonderen Ort bringen. Ob der Junge halt jetzt wirklich die Heilung ist oder nicht, steht bis jetzt mal noch nicht fest. Es würde theoretisch Sinn machen, weil er quasi geboren wurde in dem Moment oder er wurde aus einem infizierten Menschen geboren, wo man sagen kann, ja, vielleicht hat er deswegen das Heilmittel in sich, aber es wurde halt auch nicht wirklich angesprochen, auch nicht angeteased. Das ist halt einfach nur das, was sich viele The Walking Dead Fans daraus interpretieren, was ja auch nicht verkehrt sein muss. Auf jeden Fall diese Messias-Nummer mit Laurent war mir ein Ticken zu viel. Was mir auch ein Ticken zu viel war, war das Französisch. Ja, wir befinden uns in Frankreich, ist alles gut und schön, aber ich hasse es allgemein in Filmen oder Serien, wenn wir uns in einem anderen Land aufhalten, dass dann da grundlegend ja erstmal die Sprache gesprochen wird. Macht ja auch Sinn. Ist ja vollkommen verständlich. Nichtsdestotrotz, ich als Zuschauer habe eigentlich keinen Bock, dann die Untertitel mitzulesen. Dann gibt denen doch den klischeehaften französischen, russischen, was weiß ich, Dialektakzent, den wir aus Film und Fernsehen kennen. Ich weiß, der Typ ist Russe oder Franzose und ich muss aber nicht Russisch oder Französisch können, um das dann zu verstehen. Ist ein kleiner, minimaler Punkt. Vor allem, was das Ganze wieder entkräftet hat, war natürlich, dass zufällig jeder, der mit Daryl geredet hat, jeder Franzose, auf einmal auch Englisch,
slash Deutsch konnte. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, und das macht das Ganze wieder super unrealistisch. Und das ist der Punkt, warum ich dann lieber mit irgendwelchen Dialekten, Akzenten arbeiten würde, anstatt wirklich die Sprache zu nehmen. Nichtsdestotrotz ist es ja absolut verständlich. Das ist wirklich ein ganz kleiner Punkt, an dem man sich vielleicht aufregen kann, aber um Gottes Willen, sei mal dahingestellt. So, und kommen wir nun zum dritten Punkt, der mich ein bisschen enttäuscht hat, bevor wir zu dem Punkt kommen, die ich sehr, sehr geil fand. Und das ist die Tatsache, wir haben nichts Neues über das Virus herausgefunden. Nichts wirklich effektiv Neues über den Ausbruch, nichts, wie es entstanden ist und, und. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Ankündigung, dass Daryl sich in Frankreich befindet, da war in meinem Kopf fest, okay, der Virus ist in Frankreich ausgebrochen. Wir bekommen einen Flashback, wie das passiert ist, was da passiert ist und drumherum. Haben wir nicht bekommen. Ja gut, es kommt noch Daryl Dixon Staffel 2, vielleicht kommt es da drin vor, aber hier wurde es ja nicht mal angeschnitten. Es wurde ja nicht mal angeteased von wegen so, ja, hier ist der Virus als erstes ausgebrochen. Und das fand ich schade, weil ich da echt drauf gehofft habe, weil ich bin echt mittlerweile so fanat darauf, mehr über den Anfang von der Apokalypse zu wissen, weil wir das außer in Fear the Walking Dead nirgendwo wirklich gezeigt bekommen haben. Und ich würde so gerne mal mehr über diesen Start der Apokalypse. Wer war Patient Null? Wieso ist der Virus überhaupt entstanden? Ist er jetzt nun wirklich aus dem Weltall gekommen oder ist er in Menschenhand gemacht? Das sind alles Sachen, die wir noch nicht wissen. Und ich will sie wissen. Aber auch das kann man jetzt, sage ich mal, noch übersehen und sagen, gut, dann kommt es vielleicht in Staffel 2 oder in einem großen Finale, ob es in einer großen finalen Serie ist oder einem großen finalen Film. Man weiß es nicht. Ich würde einfach nur langsam gerne mal in die Richtung dahin gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt von Dead City noch 15 Staffeln bekommen, Daryl Dixon uns auch nochmal 15 Staffeln bringt, The One to Live auch nochmal 30 Staffeln machen und wir dann erst was über den Virus bekommen. Weil ich bin der Meinung, es wird mit The Walking Dead in den nächsten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren zu Ende gehen. Weil es kann nicht mehr wirklich viel mehr kommen. Und wenn, dann ist es einfach nur noch Weitererzählungen von irgendwas. Und ich will endlich mal den Ursprung wirklich geklärt haben. Ich brauche kein Heilmittel, wäre irgendwie ganz funny, aber ich will irgendwie mal, es soll mal Tacheles hier redet werden. Versteht ihr, was ich meine? So, aber das jetzt erstmal zu den negativen Punkten. Jetzt gehen wir mal zu den positiven Punkten, weil das sind auf jeden Fall mehr, beziehungsweise sind ein bisschen mehr gewichtet. Punkt 1, den ich super geil fand, und das ist, finde ich, seit The Walking Dead Staffel 6, 7 und seit Fear the Walking Dead Staffel auch um die 6, 7, um den Dreh, finde ich es geil. Und zwar ist es das Design. Ich habe es in so vielen Videos schon erwähnt. Ich finde, dass wir langsam in einer Zeit angekommen sind in The Walking Dead, wo die futuristischen Klamotten, also futuristischen Anführungsstrichen, die modernen Klamotten, die moderne Technik, die modernen Waffen, alles was modern ist, langsam abbaut und wir zurück ins Rustikale gehen, ins Renaissance-Zeitalter, sage ich mal, in Bezug auf Frankreich. Wir haben keine Maschinenpistolen mehr. Nee, wir arbeiten jetzt mit Musketen, mit Steinschlosspistolen, mit Äxten, mit Bögen, mit allem, was uns gerade halt zu bieten ist, was gerade schnell und einfach herzustellen ist. Und dasselbe für die Kleidung. Wir sind nicht mehr hier mit krassen Jeans unterwegs und. Dieses kleine Detail, und das ist mir erst in der dritten Folge aufgefallen von Daryl Dixon, dieses kleine Detail, dass Daryl 2 verschiedene Handschuhe anhat. Auf der linken Hand hat er so einen typischen Leder-Rocker-Handschuh, nenne ich es mal. Und auf der anderen hat er so einen, ich sag mal, SWAT-Einsatz-Taktik-Handschuh an. Und dieses Detail, dass mittlerweile die Klamotten zusammengefriemelt sind, sag ich mal, aus verschiedensten Sachen. Es passt nichts optisch zusammen. Die Leute haben hier Aufnähe, der Arm ist hier anders als auf der anderen Seite. Dieses wirklich bildlich dargestellt, von wegen, wir sind in der Apokalypse, es gibt keine Schneider mehr, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich liebe das und das finde ich momentan so geil, dass es in allen Serien gleich ist, dass wir weg von dieser Moderne kommen und einfach weg in, oder zurück in dieses, ja, Mittelalterliche, einfach das nehmen, was da ist. Wir kämpfen mit einer Axt, wir kämpfen mit einem fucking Morgenstern. Daryl Dixons Waffe war immer die Armbrust. Seitdem er aber in Staffel 8, 9 oder so, ich weiß gar nicht mehr, angefangen hat mit den Whisperern oder gegen die Whisperer, den Morgenstern zu kämpfen, ist das meine Lieblingswaffe, die Daryl in der Hand haben kann. Armbrust hin oder her. Es ist geil. Es ist geil, es ist effektiv und es ist auch einfach, um es sich selber herzustellen. Das ist das, was ich momentan an diesem Waffen-Klamotten-Setup so geil finde. Es ist simpel und funktioniert. Das ist schon mal einer der großen Punkte, die ich gefeiert habe. Der nächste große Punkt wäre Daryl Dixon als Charakter selber. Wir erfahren hier ein bisschen mehr über Daryl Dixon wieder mal. Ein bisschen mehr seiner Geschichte, ein bisschen mehr von seinen positiven, negativen Seiten und. Aber an für sich, wie Daryl Dixon durch dieses Ganze geht, ob es in den Flashbacks auf dem Schiff ist, vor dem Schiff, dann in Frankreich, wie Daryl sich verhält, auch in Bezug auf Laurent. Wir bekommen hier Daryl Dixon so zu sehen, wie wir ihn selten in The Walking Dead zu sehen bekommen. Als doch
irgendwie ernste, aber trotzdem liebevolle Vaterfigur. Das, was wir leider nicht so viel gesehen haben, weil halt, ne, er, naja, Ende The Walking Dead direkt gesagt hat, Cheerio. Und das fand ich hier super gut auf den Punkt gebracht. Ich lieb's einfach, wie der Charakter momentan sich entwickelt. Weswegen ich mich auch umso mehr freue, wenn wir dann in der zweiten Staffel sowohl erstmal Carol wiedersehen und dann potenziell auch langsam wieder Richtung The Walking Dead Charaktere kommen mit Judith, RJ. Allein, dass die erwähnt wurden in einer Folge, fand ich so Gänsehaut, wirklich, wo er dann sagt, ja, ich habe hier jetzt, ne, Judith und RJ in deinem Alter und dann noch hier ein paar Leute, die geil sind. Ich fand's super geil, diese kleine Parallele, hat mir richtig gut gefallen. Der nächste Punkt, den ich gerade schon quasi angesprochen habe, ist Carol. Zum einen der Funkkontakt mit Carol, auf den ich gleich noch eingehen werde, aber auch Carol in der, ich sag mal, Post-Credit-Scene oder halt am Ende der letzten Folge zu sehen. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Und Carol ist einfach so badass, wie sie schon immer war und sein muss. Ich liebe es. Ich liebe Carol wirklich. Und ich freue mich endlich wieder mehr von ihr zu sehen. Und das hier ist auch gerade das Beste, was sie hätten machen können. Geplant war ja eine Carol- und Daryl-Serie. Aber die erste Staffel quasi ohne Carol zu machen, macht, glaube ich, jetzt die Vorfreude auf Staffel 2 noch einen Ticken besser. Dann, was ich auch super geil fand, war halt das Setting. Das Setting, der Eiffelturm, der einfach verfallen ist. Diese Underground-Keller-Bar, sage ich mal, wo man sieht, okay, die Menschen gehen schon wieder Richtung Normalität. Sie wollen normales Leben mit Party mal hier machen, ein bisschen einen saufen, Spaß haben und so. Aber im Hinterkopf immer dieses, okay, da draußen ist aber trotzdem noch die Gefahr. All das Setting hat so gut gepasst. Und plus dann ein Aspekt, den ich sowohl irgendwie ein bisschen komisch als auch ein bisschen cool fand, waren natürlich die Varianten. Nicht die selbst, ja, entwickelten Varianten, sondern die hergestellten Varianten. Diese, ich nenne es mal, komplett aggressiven, hyperaggressiven Walker. Ich weiß nicht, was sie ihm gespritzt haben. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen es hundertprozentig hat. Also die, die wir kennen, ist, dass anscheinend deren Blut oder deren Körper, irgendwas, was da rausläuft, unfassbar ätzend ist. Sie kriegen einen dermaßigen Push, Adrenalin-Push in Bezug auf schnell Haltbarkeit nenne ich es mal und auch einfach Willenskraft, dass sie einfach dieser eine Moment, wo Daryl dem ersten Walker da in dieser Arena begegnet und dieser Walker da so gerade sich da am Verkrampfen ist und verwandeln ist, also neu verwandeln ist und dann dieser Blick auf einmal auf Daryl stehen bleibt. Und das war dieser Moment, wo dieser Walker Daryl so fixiert hat und man sich denkt, okay, das ist kein Verhalten von einem Walker. Das ist ein Verhalten von einem Menschen oder von einem Tier, was seine Beute fokussiert hat. So genial. Ich weiß zwar nicht, was sie da gespritzt haben. Das wird gefühlt nie erwähnt. Wer hat daran geforscht? Warum wurde daran geforscht? Was ist der Hintergrund, dass daran geforscht wurde? Auch dieser Ultra-Walker auf dem Schiff, der war einfach nur fucking badass geil. Aber warum? Das ist die Frage, die sich jetzt noch gestellt werden muss oder die erklärt werden muss. Weil das wurde noch nicht erwähnt, glaube ich. Also ich hätte es nicht mitbekommen. Was ist das für ein Zeug? Warum forschen die da dran? Und warum wurde es nicht schon früher gezeigt? Das wäre so geil gewesen, solche Walker in der Herde von den Whisperern zu haben. Krank. Einfach nur krank. Definitiv einer der geilsten Momente, diese aggressiven Walker. Im ersten Moment, wo Daryl auf die ersten Walker trifft, die so verätzend waren, da hatte ich mir schon gedacht, okay, das kann eine ganz normale Variant sein. Aber aus dem Trailer hat man ja schon gesehen, die kriegen ja dann diese, ich sag mal, Adern im Gesicht oder ich kann es gar nicht beschreiben. Daran hat man schon erkannt, okay, das sind so hergestellte Walker. Ich finde es nicht mal schlimm, dass die Menschen jetzt sich die Walker als Waffe zunutze machen, also manche Menschen. Aber ich bin noch nicht so ganz Fan davon, dass die jetzt menschengemacht sind, die Variants. Ich will mehr natürliche Varianten, die ganz normal klettern. Dieser eine Ausraster-Walker aus, ich glaube, es war ja The World Beyond, da an dieser Post-Credit-Scene, diese Frau, die dann da zur Tür stürmt und gegen die Tür am Hämmern ist und so. Das ist das, wovon ich mehr sehen will, als von diesen hergestellt. Nichtsdestotrotz waren die ultra geil. Es war ultra heftig, diese Szene. Und jetzt kommen wir noch kurz zu einem kleinen Punkt, der jetzt weder gut noch schlecht noch irgendwas ist, sondern der ist einfach so da ist. Und zwar der erste Funkkontakt mit Carol und Daryl, wo man ja am Ende von Carol hört, also es kommt, fängt an zu stören, ein Störgeräusch und man hört nur noch. Hey Daryl. Ja. It came back. Who came back? Und das erste, was ich TikTok-mäßig von Daryl Dixon gesehen habe, war diese Stelle und in dem TikTok wurde gesagt, ja, Carol versucht Daryl zu sagen, ja, Rick ist wieder da. Und ich habe dieses TikTok direkt weitergescrollt, weil ich gedacht habe, ich möchte es nicht hören, ich möchte es selber hören. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, es würde natürlich Sinn machen, aber wir haben auch hier, ähnlich wie momentan allgemein in der Welt von The Walking Dead, keine Zeitangaben. Wir wissen nicht, wie lang ist Daryl jetzt weg, wirklich effektiv. In dem Funk hört es sich so an, als wären vielleicht ein paar Wochen weg. Aber wie lange brauchst du auch mit dem Boot und wie? Es ist ziemlich schwer zu sagen, in was für einem Zeitraum wir uns befinden. Und es ist natürlich noch schwerer zu sagen, wann spielt The One to Live. Weil theoretisch könnte das in drei Zeitzonen spielen. Einmal die Ricks Flashbacks Dings, einmal die von Michonne. Und dann halt, wie Michonne und Rick zusammenfinden und dann abhauen wollen.
potenziell. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt als gut empfinden würde, wenn wir jetzt schon gesagt oder geteased bekommen, dass Rick wieder da ist, weil da würden sie sich einiges mit kaputt machen, weil ein Rick, der vielleicht stirbt bei dem Fluchtversuch, ist natürlich auch noch möglich. Nichtsdestotrotz wüsste ich aber nicht, welcher Charakter sonst gemeint sein sollte. Warum sollte Carol ausgerechnet zu Daryl sagen, ist zurückgekommen? Ja gut, Maggie, Negan, aber das ist ja nichts, was Daryl wissen muss. Das geht Daryl ja kilometerweit am Arsch vorbei. Und deswegen ist natürlich die Tendenz Richtung Rick schon ziemlich groß. Aber halt auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen unlogisch, warum es jetzt hier schon angeteased werden sollte. Und noch unlogischer wird es natürlich, wenn wir sehen, dass Carol sich alleine auf den Weg zu Daryl macht, ohne Rick. Weil wäre Rick dabei, wäre es natürlich logisch. Rick möchte natürlich auch Daryl zurückholen und. Hin und her und alles toll. So, das jetzt noch dazu. Ein negativer Punkt ist mir gerade noch eingefallen und das ist das Ende. Also, ich bin ganz ehrlich, ich war der festen Meinung, dass Daryl wirklich zurückgeht. Aber dann kommt natürlich auch der Laurent und überstimmt ihn mehr oder weniger. Wir sehen zwar nicht, dass Daryl wirklich in Frankreich bleibt, aber wir sehen auch nicht, dass er aufs Schiff geht. Und wir sehen Laurent da stehen und es ist irgendwie klar, dass Daryl zurückgeht, weil er wird gerade von Zombies angegriffen. Es ist irgendwie klar. Natürlich in Bezug auf Daryl Dixon Staffel 2, vor allem dann mit Carol, macht das Ganze ja Sinn. Nichtsdestotrotz hat sich irgendwie falsch angefühlt. Daryls Charakter ist normalerweise eher so einer, der jetzt sagt, ich möchte zu meiner Familie, die ja mittlerweile aus RJ, Judith, Carol und halt dann auch irgendwo Rick besteht. Natürlich hat er hier eine Art neue Familie gefunden. Aber das Ganze ist so, ich würde es mal sagen, es ist so eine halbgare Sache irgendwie. An für sich würde ich jetzt, um es abschließend zu betonen, an für sich würde ich sagen, die Serie ist sehr, sehr stark. Die Serie ist super gut für einen Spin-off. Sie ist ein kleines Ticken besser als Dead City. Dead City gefiel mir aber in Bezug auf die Charaktere ein bisschen mehr. Storytechnisch ist Daryl Dixon definitiv besser. Und auch mit dem Cliffhanger für die Zukunft, wie es jetzt mit Staffel 2 weitergeht, mit Carol. Rick ist ja jetzt da oder noch nicht da. Was macht Daryl? Wird Daryl zurückkommen oder wird er in Frankreich bleiben? Was da passiert? Da ist mehr Luft nach oben als bei Dead City. Dead City öffnet wieder mal ein neues Fass mit neuen Charakteren, neuen Leuten, Leuten, die wir nicht kennen, Leuten, die uns vielleicht gar nicht interessieren. Klar, Negan verfällt vielleicht in sein altes Muster zurück, aber es geht ja jetzt darum, in Daryl Dixon wird uns gezeigt, wie es weiter mit unseren guten Charakteren geht, die wir mögen. Und in Dead City haben wir halt Maggie und Negan. Der Rest ist alles neu. Deswegen ist bei Daryl Dixon schon eher irgendwie die Vorfreude ein bisschen größer. Bei einer Bewertung, ne, wie viel von 10 würde ich sagen, ich gebe Daryl Dixon, ja, auf jeden Fall 8 von 10 Punkten safe. Für mich wäre es ein Ticken besser geworden, wenn wir ein bisschen mehr über den Virus noch herausgefunden hätten. Ich meine, da sind Forscher, die es schaffen, die Zombies noch krasser werden zu lassen. Warum wurde uns nicht gezeigt, hier, so und so ist das und warum wurde es nicht gezeigt? Finde ich ein bisschen verschwendetes Potenzial. Hoffen wir, dass es in Staffel 2 kommt. An für sich definitiv Empfehlung geht raus. Natürlich mit dem Aspekt, ihr braucht Magenta. Und das ist natürlich immer noch weiterhin scheiße, habe ich bei Dead City schon gesagt. Ich bin der Meinung, wenn jetzt Dead City draußen ist, Daryl Dixon draußen ist und dann jetzt demnächst The One to Live auch irgendwann Anfang des Jahres kommt, dann ist es nicht schlimm, wenn man sich mal Magenta TV für einen Monat holt, weil das ist dann verhältnismäßig doch kleines Geld für 3 Staffeln von 3 Serien. Natürlich, in Zukunft wird dann noch Staffel 2 der CT. Staffel 2 Daryl Dixon bei The One to Live soll es ja, glaube ich, bei einer bleiben. Natürlich ist es irgendwo schon kacke, aber Stand jetzt würde ich sagen, es lohnt sich schon, wenn alle 3 Serien draußen sind und man die einmal binge-watchen möchte. Aber am Ende des Tages müsst ihr das selber entscheiden. Ich kann nur sagen, ich empfehle die Serie schon. Und an der Stelle seid ihr mal gefragt, wie fandet ihr die Serie, falls ihr sie gesehen habt? Fandet ihr sie gut? Fandet ihr sie schlecht? Besser als Dead City? Schlechter? Ne? Haut eure Meinung gerne mal raus. Und vor allem, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ob ihr euch sie angucken wolltet. Würde mich auf jeden Fall stark interessieren. Abschließend möchte ich jetzt noch sagen, wenn euch solche Videos gefallen über The Walking Dead, über Filme, über Serien, Theorien, Reviews, Fun Facts, alles mögliche in diesem Bereich, checkt den Kanal gerne mal aus. Vielleicht findet ihr hier was euch noch gefallen könnte und dann lasst ihr noch ein Abo da und wir sind alle happy und zufrieden. So, jetzt möchte ich aber nicht länger um den heißen Brei rumreden und das Video nicht noch länger machen, als es sowieso schon ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf, derselben alten Couch wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.